Hallo, heute befassen wir uns mit der Vererbung von Merkmalen und wir werden dabei die Mendelschen Regeln in Anwendung bringen müssen. Im Internet stieß ich auf eine Grundkursaufgabe. Ich will euch heute zeigen, wie man sie lösen kann. Als Vorwissen solltet ihr die erste und zweite Mendelsche Regel kennen, die Uniformitäts- und die Spaltungsregel. Außerdem wisst ihr, dass die Phänotypen die Erscheinungsbilder und die Genotypen die Erbbilder der Lebewesen sind. Die Uniformitätsregel drückt aus, dass die Nachkommen reinerbiger Individuen einheitlich in Bezug auf das betrachtete Merkmal sind. Es wird also hierbei nur das Erscheinungsbild erfasst. Kreuzt man nun die uniformen Nachkommen der ersten Tochtergeneration untereinander weiter, spaltet die zweite Tochtergeneration in bestimmten Zahlenverhältnissen auf. Es entstehen dabei verschiedene Phänotypen. So, genug der Vorrede. Ich komme jetzt zur Aufgabe. Die Blüten einer bestimmten Pflanze. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.